Der Wirbelsturm Haiyan über den Philippinen war in Sachen Intensität und Stärke etwa vergleichbar zu Matthew über Haiti. Das Problem ist, dass natürlich auch weniger starke Wirbelstürme grosse Schäden anrichten können. Das Problem ist, gehen sie über Land und tun sie sich abschwächen oder bleiben sie eben quasi mit der gleichen Intensität aktiv, weil sie, sobald sie über die Insel hineinziehen, sofort wieder neue Nahrung aus dem Meer finden. Und somit können auch tiefere Kategorien durchaus sehr grosse und fürchterliche Schäden anrichten. Tropische Wirbelstürme entstehen, wie der Name sagt, über den Tropen, und zwar über den tropischen Meer. Weil sie beziehen eben ihre Energie aus dem warmen Wasserdampf. Das bedeutet, dass sie eben aus Gewitter entstehen und dann anfangen, einen Eigendreieck entwickeln, und daraus entstehen nachher diese fürchterlichen Monster. Mit anderen Worten, wir müssen also ein bisschen nördlich oder ein bisschen südlich vom Äquator sein. Nur dort hat man dank der Erddreieck, dank der Corioliskraft überhaupt den Impuls, damit sich das Ganze anfängt zu drehen. Sobald solche tropische Wirbelstürme in kältere Gebiete hineinkommen, in Sachen Wassertemperatur oder über Land, dann verlieren sie sofort an Energie und fallen in sich zusammen. Tropische Wirbelstürme sind relativ gross, natürlich mächtig, aber auch eher ein bisschen träge. Und das hat den Vorteil, dass man ihre Bahnen doch einigermaßen gut vorausberechnen kann. Ich rede aber hier nicht über Wochen im Voraus, sondern ich rede hier über ein paar Tage. Aber trotzdem, Frühwarnsysteme sind oftmals rechtzeitig. Die Frage ist natürlich nur, kann man sich überhaupt davor schützen? Hat man die Möglichkeit, diesen tropischen Stürmen und auch dem intensiven Regen irgendwie auszuweichen? Und das sind natürlich grosse Probleme, die man lösen muss. Dank der modernen Satellitentechnologie, aber natürlich auch dank der modernen Computertechnologie in der meteorologischen Prognostik, kann man natürlich auch tropische Wirbelstürme viel besser und viel genauer voraussagen. Wie genau, dass man solche tropischen Wirbelstürme voraussagen kann, hängt natürlich immer ein bisschen von den Gegebenheiten selber ab. Aber ich denke, da hat man sicher noch Chancen, in den nächsten Jahren noch bessere Prognosen zu machen, als das schon heute der Fall ist. Von der Forschung her gesehen kann man im Moment noch nie einen klaren Zusammenhang entdecken zwischen der Zahl und zwischen der Intensität der tropischen Wirbelstürme und der globalen Erwärmung. Allerdings muss man davon ausgehen, dass wenn grosse, starke Wirbelstürme entstehen, dass die eben erst recht die Energie haben. Und darum sage ich Klimaforscher, Gefahr von sehr starken Wirbelstürmen nennt in den letzten Jahren tendenziell eher leicht zu.